Und damit herzlich willkommen zu, zurück würde ich nicht sagen, ist ja das erste Mal, zum Landwirtschaftssimulator 2017. Und ihr seht schon, wir haben das Intro ja gerade gesehen, das übrigens nicht der Spielgrafik entspricht, also... Aber die Grafik ist gut, also so viel kann ich schon mal sagen. Ich habe schon mal ein bisschen reingeschaut und in der ersten Folge werde ich jetzt mal so ein bisschen, was es neu gibt, was man hier bei den Optionen alles machen kann, das Menü und das Ganze. Dann werden wir die Tutorials machen, so ziemlich alle. Und dann werden wir uns die Karte anschauen. Und dann werden wir nach und nach alle neuen Maschinen und alle neuen Fruchtsorten, was nicht im Tutorial drankommt, nach und nach ausprobieren und durchprobieren. So, wir fangen einfach mal an. Das ist das neue Hauptmenü. Mittenwirkende. Da könnt ihr die Credits anschauen, wer da alles mitgearbeitet hat. Das können wir uns irgendwann mal ganz anschauen, wenn ihr wollt. Dann haben wir natürlich die Erfolge. 17 Stück sind es dieses Mal. Dann haben wir natürlich eine Mod-Abteilung. Und da ist das Ganze alles schön sortiert. DLCs gibt es im Moment ja noch keine, also ist da natürlich auch leer. Und zwar alles, was ihr hier bei Mods drin habt oder angezeigt bekommt, wie hier zum Beispiel neueste, sind 18 Stück. Das sind Mods auf der offiziellen Giants Website, bei dem Giants Mod Hub. Und da seht ihr schon, das sind dann einige Maschinen, die wir zum Beispiel im letzten Landwirtschaftssimulator drin waren und jetzt nicht mehr drin sind. Wie zum Beispiel der Big X 1100, der ist nicht mehr mit drin und der ist jetzt auch drin. Oder der IT Runner Pack, das ist nicht mehr drin, aber ich denke mal, dass diese sogar offizielle Packs sind. Genauso wie das Fendt Drescher Paket, da müsste ich mal schauen, von wem das dann ist. Auf jeden Fall von Giants Software. Und das Fendt Drescher Pack, das ist ganz gut, das sind eigentlich die Massey Ferguson Drescher nur in Fendtgrün, weil es ist ja baugleich. Also habt ihr quasi vier Packs, den IT Runner, den Big X, dann die in ihr Holland pressen in Rot, gibt es auch. Und den Fendt Pack, die werde ich mir noch runterladen, habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Die können wir jetzt eigentlich gleich hier runterladen, dann müssten wir aber gleich das Spiel neu starten, dass er die nimmt. Und müssten soweit auch kostenlos sein, sonst würde sie, glaube ich, hier nicht anzeigen. Und da ist das Ganze dann nochmal sortiert. Wir können ja da mal drauf gehen. Installieren. Werde ich bis zum nächsten Mal machen, oder wir können sie mal kurz ausprobieren. Wurde zur Downloadliste hinzugefügt. So, jetzt haben wir gleich 88%. 100%. Perfekt. Es ist nur die Frage, ob der dann schon im Spiel dann drin ist. Dann machen wir das auch gleich mal, aber dann können wir gleich mal schauen, ob die dann auch wirklich mit drin sind. Das würde mich schon mal interessieren. Stark Industries. Okay, das ist ein Schneidwerk, aber das gibt es ja auch in einer anderen Farbe. IT Runner. Das kennen wir alle schon. Das packen wir auch mal in die Liste rein. Und dann brauchen wir noch. Das packen wir auch mal rein. Sollte eigentlich gleich alles installiert haben. Den auch noch. Der Condimaster kommt von Stefan Maus. Den gab es ja auch schon im 15er. Das kommt auch von Giants. Giants, Giants. Giants. Sehr gut. Also das sind eigentlich schon die ersten Mods, die es gibt. Hier zum Beispiel eine Mod für Fruchtzerstörung, auch von Giants. Also wenn ihr durch ein Feld fahrt, wird quasi das Getreide dann zerstört. So, dann lassen wir machen. Das macht er von alleine dann. Hier können wir dann schauen, installiert. Vorbestellerboni hier. Die ja auch als Mod installiert, leider. Dann haben wir Update, keine Updates verfügbar. Und Downloads ist gerade nur noch der. Also das finde ich ganz cool, dass man da auf das Mod-Hub direkt zugreifen kann. Gut, Spiel müsste neu gestartet werden. Nein, wollen wir im Moment nicht. Dann schauen wir mal weiter, ob
Optionen. Also bei mir ist sehr hoch auf 2K. Sichtfeld 90 Grad, also das größte Sichtfeld, dann seht ihr richtig schön breit. Allerdings die Entfernung wurde etwas erhöht. Der Radius wurde erhöht und das ist auch ganz cool, dass ihr jetzt jeden Radius einzeln erhöhen könnt, quasi. Nur Textur geht nur bis hoch. Da könnte man dran arbeiten, aber es sieht wirklich gut aus. Also man kann nichts sagen, wir werden es ja dann gleich sehen. So, das sind die Grafikeinstellungen. Ihr könnt auch die Rundum leuchten, dass zum Beispiel in der Nacht am Haus dann ein oranger Schein ist. Das könnt ihr an- oder ausmachen, je nachdem was für ein PC ihr habt. Das müsst ihr ausprobieren, ob euer PC das ab kann, ob der damit umgehen kann, ob der leistungsstark genug ist, um das zu bewerkstelligen. Sprache Deutsch ist ja klar. Helfer, Hilfefenster habe ich mal automatisch. Das habe ich auch alles mal. Lautstärke, das passt eigentlich alles so. Nur was ich gemacht habe, ich bin dann hier eins rübergegangen. Die Mausempfindlichkeit müsst ihr wahrscheinlich von 100 auf 200% hochstellen. Denn ansonsten, naja, ist es relativ schwierig, sich schnell umzudrehen. Und es geht mit 200%, das ist die höchste Einstellung, kann man auch ganz gut leben. Und man kommt auch ganz gut zurecht. Hier natürlich die Tastenbelegung, könnt ihr euch natürlich anpassen, wie ihr wollt. Es gibt natürlich auch ein paar Änderungen bei den Tasten. Denn zum Beispiel ist Abkippen, ist jetzt nicht mehr Q, sondern I. Und mit U könnt ihr die Abkippseite, das werden wir uns dann aber im Spiel nochmal anschauen, wie das denn funktioniert. Dann gibt es noch ein paar zusätzliche Tasten, wie Radio gibt es ja jetzt. Das werden wir aber nicht ausprobieren, denn ich weiß noch nicht, ob das irgendwie GEMA-Mucke ist. Da sind ja Musikstücke drin. Allerdings glaube ich, dass da irgendwo GEMA-Mucke mit drin ist und ich will ehrlich gesagt keine Probleme. Multiplayer, wie gehabt. Könnt ihr das Spiel erstellen, sucht euch einen Spielstand aus und dann kann es losgehen. Oder ihr erstellt einen neuen oder ihr tritt einfach einer Sitzung bei, die gerade offen ist, wenn sie nicht gesperrt ist und wenn ihr die dazu passenden Mods habt. So, wir gehen mal auf Karriere. Hier habe ich schon eine Karte drin. Wir gehen mal hier drauf. Wir haben einfach normal schwer, wie immer. Allerdings ist es jetzt nicht mehr so, dass nur die Preise anders sind, sondern es ist eigentlich... Das komplette Spiel ist eigentlich ein anderes. Also von den Elementen und von der Mechanik her. Auf einfach habt ihr also viel Geld, habt volle Getreidespeicher, könnt einen Kredit aufnehmen. Ihr müsst nicht pflügen, also das ist aus. Ihr müsst den Motor nicht starten, er wird automatisch an- und ausgestellt. Dann auf normal. Habt ihr einen Kredit bei der Bank? Ist aber ganz gut. Die Getreidepreise sind etwas niedriger. Standardeinstellungen sind, das heißt, ihr müsst pflügen, sonst geht's nicht. Ihr müsst düngen, ihr müsst zum Beispiel, glaube ich, mit dem Wiesenstriegel das Unkraut wegmachen. Und so weiter. Und der Motorschaden müsste, glaube ich, auch schon mit drin sein. Huch. Lass mich mal zurück. Achso, nicht klicken. Eine wirkliche Herausforderung, ihr habt hier, seid hoch verschuldet, ihr müsst den Motor auf jeden Fall an- und ausschalten, denn wenn ihr aussteigt und den Motor nicht ausschaltet, habt ihr das Problem, der läuft immer weiter und der Sprit geht natürlich weg dann. Also kostet das dann auch was. Und es ist natürlich Pflanzensterben an, ihr müsst pflügen, dann die Düngung ist schwieriger und die Preise sind extrem niedrig, also das ist schon... Hier machen, das können wir mal machen. Dann haben wir eine neue Map. Und zwar die Gold Crest Valley. Eine amerikanische Karte, die recht gut ist und recht schön. Und ich weiß nicht, ob sie größer ist. Sie sieht zumindest so aus, als wäre sie um einiges größer wie die Maps bis jetzt. Und als zweite Map haben wir eigentlich die Snosnovka. Die russische Map. Und das war's eigentlich schon. Ich hoffe, dass die Björnholm oder die... Wie ist denn die andere? Keine Ahnung.
die andere amerikanische Map, dass die mit dem nächsten DLC dann kommen und dass man sich die dann auch im Mod-Hub irgendwie runterladen kann, weil das wäre schon ganz cool, weil zwei Maps ist schon nicht gerade gut. Vor allem die Björnholm-Map, die würde ich gerne wieder zurück haben, weil die dann doch recht cool war. So, wir gehen einfach mal auf die Goldcrest, gehen mal weiter, dann kommen wir auch schon zum nächsten. Und zwar, wir können uns jetzt einen Charakter erstellen. Einmal entweder als Frau oder als Mann. Und wir können unsere Hemdfarbe anpassen. Das ist richtig krass. Ich nehme mal weiß. Den Namen ändern wir einfach mal in... So geht's. Franz Xaver. Das ist eigentlich schon die Charaktererstellung. Also wir könnten jetzt auch eine Frau nehmen. Könnten wir aber nicht. Tun wir auch nicht. Hier habt ihr dann die Mods. Die sind jetzt auch immer angezeigt, wenn ihr einen neuen Spielstand erstellt. So wie beim Multiplayer musstet ihr ja auch immer dann die Mods auswählen. Und... Ihr könnt natürlich auch abwählen, welche drin sein sollen und welche nicht. Aber ich lasse mal alle drin und wir gehen einfach mal rein. Und ihr werdet sehen, es lädt extrem schnell und vor allem dann auch relativ zügig. Sind wir dann auch drin? Eine kurze Tour, die machen wir doch glatt mal. WASD 9, Karte vergrößern. 9 können wir die Karte vergrößern. Oder auch kleiner machen oder auch ganz weg machen. Das ist natürlich auch mega. WASD, mit der Maus können wir uns umdrehen. Hier steht schon ein Pickup von uns. Den sollen wir aber, glaube ich, noch nicht nehmen. Sondern wir müssen hier hinten hinlaufen. Das ist übrigens unser Hof mit den ganzen Hallen. Da werden wir auch noch sehen, was wir mit denen machen können. So, jetzt sind wir hier. Ja, jetzt sind wir hier. Und gehen mal hier rein. Mit E können wir einsteigen. Den gepflanzten Weizen kann geerntet werden. Das ist übrigens ein neuer Drescher. Den werden wir uns aber noch genauer anschauen. Mit Q das Schneidwerk anhängen. Okay. Ist eigentlich alles wie gehabt von der Steuerung. Mit X aufklappen, mit B anschalten. Aufgeklappt ist er. Oder? Aufgeklappt ist er. Achso, ja, stimmt. Wir haben ja auf schwer. Das heißt, wir müssen mit Eingabe jetzt den Motor starten, weil sonst geht gar nichts. Jetzt läuft der Motor. Jetzt ist aus. An, aus, an, aus. So, dann können wir auch anschalten. Das ist eben das Problem bei schwer. Wir können natürlich auch den Tempomaten einschalten. Mit 3 macht ihr das, mit 2 und 1 könnt ihr ihn rauf und runter machen. Mit H können wir den Helfer. Das ist auch wie gehabt. Wir können jetzt mit E aussteigen. Und ihr seht schon, auf der Map ist jetzt unten ein D, ein blaues Sechseck mit einem D. Das ist quasi der Helfer D. Und wenn der Helfer D ein Problem hat, wie zum Beispiel Anhänger voll, Korntank voll, dann wird das oben rechts unter eurer Geldanzeige wird das dann angezeigt. Helfer D hat das und das Problem, Helfer J hat das und das Problem. Dann wisst ihr sofort, wer das ist und könnt dort dann hinspringen. So, mit E und Q. Das ist übrigens auch ein neuer Schlepper. So. Und V, das Senken. Das dürfte eigentlich nicht gehen, wenn der Motor aus ist. Weil dann fehlt ja quasi der Hydraulikdruck. So. Wir fahren mal. Wir senken ab. Das sind die neuen Texturen. Sieht extrem gut aus, finde ich. Und gefällt mir auch sehr gut. Hier sollen wir auch den Helfer. Mit Tab können wir ins nächste Fahrzeug wechseln. Und hier haben wir dann eine Seemaschine. Die hängen wir mal an. Und mit dieser Seemaschine können wir direkt düngen. Das ist sehr gut. Muss ich? E und Q, ist ja klar. Hallo, Motor starten.
Wir senken sie mal ab. Und schalten das gute Maschinchen auch noch an. So sieht das Ganze dann gesät aus. Auch schön. Man sieht schon, die Grafik, finde ich jetzt, ist eine extreme Steigerung zum Vorgänger. So, da haben wir den Anhänger. Mit E und Q. Fahre links neben den Drescher. Das kriegen wir natürlich hin. Müssen natürlich auch den Motor anschalten. Lohnzahlung. Alles, was ihr ausgibt, wird orange angezeigt. Alles, was ihr einnehmt, wird grün angezeigt. Und wo er stehen bleibt, ist eine extrem große Schwarte. Großartig. Der Weizen wird auf deinen Hänger gekippt. Das ist auch neu. Das entleert sich jetzt auch schneller. Das ist ganz gut. Wo müssen wir jetzt damit hin? Helfer D wird durch ein Objekt blockiert. Das Objekt fahren wir einfach mal schnell weg. Und wo müssen wir denn jetzt hin? Denton Bakery. Also zur Bäckerei sind wir fahren. Hier können wir Heu abladen. Da vorne sind unsere Silos, da können wir Getreide einlagern. So, wir machen mal die Karte auf. Und fahren mal schnell. Wir sollten mal auf der richtigen Straßenseite fahren. So. Zug kommt keiner. Denke ich mal, sonst wäre die Tür offen. Tür zu, Schranke zu, was rede ich denn? Ihr seht schon, es sind alle Äcker eigentlich schon angebaut. So, machen wir mal den Blinker rein. Nur, die gehören nicht euch und ihr könnt die auch nicht ernten, sondern die gehören anderen Bauern, heißt's. Und für die könnt ihr Aufträge machen, zum Beispiel das Getreide oder so, ernten für die Getreide säen oder Pflanzen anbauen oder irgendwas. Und deshalb sind die angebaut. Und wenn ihr die kauft, dann sind die Pflanzen, ich weiß es gar nicht. Das müssten wir ausprobieren. So. Wo müssen wir denn hin? Da müssen wir jetzt rein. Wir blinken mal. Fahren vom Highway runter. Zur Bakery. Das ist Denton, das schöne Städtchen. So. Abladestelle. Punkt auf der Karte. Mit I können wir abkippen. Wir schalten mit U mal kurz um. Ich will nämlich auf der Seite links will ich abkippen. So. Dann drücken wir I. Und dann kippt er links ab. Wir haben die Tour gemacht. Wunderbar. Als nächstes würde ich sagen, wir speichern das Ganze mal und sehen uns dann in einem der Tutorials wieder. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao!